die schlimmste Zeit haben wir hinter uns gebracht. Der Frank war ja vor 2 Jahren noch ein Punker. Und also ich kann ihn überhaupt gar nicht beschreiben, wie der aussah. Also unmöglich. Es fing an mit den Haaren, gefärbte Haare, buntes Kettenhemd, bemalte Hose, amerikanische Stiefel. Und dann kam die Musik noch dazu, die ich also überhaupt gar nicht verstehen konnte, weil sie überhaupt nicht musisch ist. Mit der Musik ist das so, wenn er hinten zu laut ist, dann kommt die Musik hier in den Gang lang, fängt sich hier vorne im Flur und kommt dann im Flur, wird im Flur reflektiert und kommt dann wie ein Trichter, wie ein Horn, hier in den Raum zurück. Wenn es zu laut geworden ist, wenn es zu laut war, dann habe ich mal durch die Finger gepfiffen, richtig schön kräftig, damit das hört und damit die Musik auch übertönt wird. Dann hat er gemerkt, entweder es ist zu laut, hat die Musik von alleine leiser gedreht, oder aber er ist dann hergekommen. Ab und zu haben wir ihn dann genommen, musste sich selbst dahinsetzen und musste dann seine Musik hören, hat dann selbst festgestellt, dass die Musik hier lauter ist als in seinem Zimmer. Dieses Problem sind wir ja jetzt mittlerweile los, denn die Nachbarn haben sich zwar schon dran gewöhnt, er hat auch mittlerweile seine Musik reduziert, hat sich dem schon etwas angepasst, aber wir haben jetzt ein anderes Problem, er ist jetzt kaum noch zu Hause. Früher habe ich so Hard Rock gehört und so, Rainbow und AC/DC. Und dann bin ich langsam so auf Punk gekommen, habe ich so Sex Pistols und Stranglers gehört. Ja. Und dann habe ich mal früher von meiner Mutter, brauchte ich Geld, wollte ich Platten, habe ich von meiner Mutter Platten geklaut, habe ich dann auf dem Flohmarkt verscheuert. Und dann bin ich langsam so auf Eu-Musik gekommen und Business und ersten Eu-Sampler und so habe ich mir dann gekauft. Und da habe ich eben so auf dem Flohmarkt die ganzen Punks kennengelernt und Skins und so. Und dann, ja, mehr weiß ich an sich nicht so. Das war so meine Entwicklung in Musik. Ich kann mich mit dem Kuchen überhaupt nicht vergleichen, weil meine Musikrichtung ist eben total anders, weil ich mehr auf die 50er Jahre stehe. Aber ab und zu höre ich vielleicht auch ganz gerne Eu-Musik, aber er hört ja auch so Hardrock und so und das finde ich überhaupt nicht gut. Also Hardrock kann ich überhaupt nicht leiden, aber so Eu-Musik höre ich schon manchmal ganz gerne. Ich höre auch nur selten Eu-Musik. Ich finde es aber eigentlich ganz gut. Ich höre eigentlich lieber deutsche Gruppen. Ich höre auch nicht so Musik wie Kuchen, nur ab und zu mache ich auch Eu-Musik. Aber die gefällt mir auch nicht so. Bei manchen Liedern, manche Gruppen gehen bei euch, aber die meisten gefallen mir nicht so. Und Hardrock höre ich überhaupt nicht gerne. Hardrock kann ich nicht leiden, weil es mir zu viel krachig und die ganzen Solos und sowas gefällt mir nicht. Das ist ja so Eu-Punk. Und zwar ziehe ich auch anders an als normale Punks. Weil ich nicht mit normalen wie jetzt rumlaufen in Frankfurt mit so dummen Pengers verglichen werden will. Deswegen ziehe ich mich auch praktisch ordentlich an, aber mit Nieten und so, weil ich auch keine Lust habe, Skin zu werden, weil es zu viele Mitläufer sind. So höre ich auch meistens Eu-Musik. Manchmal höre ich dann halt auch so Hardcore-Punk. Ich höre nicht solche Musik wie der Kuchen, weil ich gehe abends mehr in Diskotheken und da höre ich lieber New Wave-Musik, das ergibt sich dadurch. Und ich finde die Musik aber auch nicht schlecht, die hören. Aber New Wave-Musik finde ich besser, weil da ist irgendwie mehr Rhythmus und bei der Punk-Musik, da schreien die nur so rum und das finde ich halt nicht so gut. So meine Alten, ich finde die Musik eigentlich so schwachsinnig, vor allem den Gesang finde ich schwachsinnig, weil es meist so Gegröle ist und so. Und dann will ich es auch meist laut hören, weil ich kann die Musik irgendwie nur laut hören. Und auch Altes wollen sie, finden sie halt scheiße, so wie die Gesänge sind in der Krachenmusik und so. Die hören halt andere Musik. Meine Eltern, ich mochte halt, wenn ich die Musik zu laut mache, aber ich muss die Musik laut hören, weil ich sonst nicht wohlfühle. Meine Mutter, die sagt eigentlich nichts, wenn ich laut Musik höre oder so. Aber halt die Nachbarn, die finden es nicht so toll und die regen sich dann halt auf. Ansonsten, ich höre eigentlich halt so ziemlich den ganzen Tag Musik, also wenn ich zu Hause bin. Weil brauche ich halt. Mein Vater, der hört auch häufig mal die Musik, die ich höre, wenn ich sie höre. Das finde ich auch voll gut und so. Meine Mutter kann das überhaupt nicht reintun, weil es zu hart und zu primitiv ist und so. Aber sie hört genauso wie ich Heinche. Heinche finde ich so und so genial und kriegt eben auch manche mit und so. Das hört sie dann auch mit mir. Wenn ich mal so 2 Jahre zurückblicke, dann muss ich sagen,
Da hat er sich für die ABBA-Gruppe interessiert. 2 Jahre, glaube ich. Für die AC/DC. 2 Jahre, doch in etwa kommt das so her. Oder 5 Jahre, ich weiß auch nicht mehr so ganz genau. Ich meine, es fing in Dortmund an, oder? Das ist ja 5 Jahre jetzt her. Ja, es sind jetzt 5 Jahre her. Ja, muss ich mich korrigieren, also 5 Jahre sind es jetzt. Da fing er an mit den ABBA, mit den AC/DC und heute ist es der Hardrock geworden. Ja, stimmt überhaupt nicht. Ich höre gar keinen Hardrock jetzt. Ja, was ist denn sonst? Das ist Eu-Musik. Ja, was ist das? Eu und Punk und Hardcore-Musik. Ja, aber ist doch Hardrock, oder nicht? Nee, das ist kein Hardrock. Das ist viel schneller und außerdem gibt es da nicht so viele Solos und außerdem singen sie viel mehr im Chor dabei. Ja, aber da hört man doch überhaupt, da versteht man auch nichts. Du hast mir die Platte einmal aufgelegt, hast gesagt, hör mal jetzt ganz ruhig zu, mach jetzt mal ganz laut. Ja, ich habe nichts verstanden. So vom Text nicht und auch überhaupt sonst nichts. Ja, dann, man muss doch schon ein bisschen Ahnung von haben und so. Dann rafft man das eher. Ja, das verstehe ich nicht. Wo ist denn bei dir also die Differenz? Warum hörst du Heinchen? Ja, das macht mir Spaß, wenn er singt und so. Ich kann mich richtig an die alten Zeiten erinnern. Die du gar nicht miterlebt hast. Doch. Ja? Ja, verlogen. Heinchen? Ich hab schon vor 7 Jahren Heinchen-LP gekriegt. Mhm. Ja, das fand ich so ja, gut. Wie vertragen sich jetzt die beiden Musikrichtungen miteinander? Denn die können sich ja nicht miteinander vertragen, die beißen sich doch irgendwo. Ja, das kommt eben ganz manchmal auf meine Stimmung an, dann höre ich immer was Hartes oder so und dann mal wieder Heinchen, ne? Aber dann brauchst du wahrscheinlich auch den Ausgleich von der Hard-Rock-Musik, muss ich mal so sagen. Nee. Brauchst du auch schon den Ausgleich. Das ist keine Hard-Rock-Musik. Das ist Eu-Musik. Ja, was ist denn Eu-Musik? Das habe ich dir eben schon mal erklärt. Das verstehe ich, muss man nochmal erklären. Ja, siehst du das, dann muss man eben ein bisschen Ahnung haben und so. Als ich habe keine Ahnung. Als Außenstehender erklär mich mal. Ja, ich habe dir das eben erklärt. Und als Außenstehender kann man das auch gar nicht so verstehen. Da muss man schon ein bisschen mehr von der Musik Ahnung haben. Und so was Punk ist und was Hardcore-Punk ist und was Eu-Musik ist und so. Das heißt, die Frage war doch an und für sich die, dass du auf der einen Seite die harte, aggressive Musik hörst und auf der anderen Seite die fast schon schnulzige. Und dass es dir egal ist, ob du harte, aggressive oder ob du die schnulzige hörst. Richtig? Ja. Dann kannst du auch gleich Mozart auflegen. Nee, das ist doch auch zu arm. Das ist dir zu arm? Ja. So hören die allen Opas oder die in die Oper gehen, aber ich nicht. Würde ich aber nicht sagen. Ja, logisch. Meine der. Das heißt, was wird denn favorisiert bei dir? Oi. Wissen Sie nun eigentlich genau, was Eu ist? Ich muss gestehen, dass mich Unterscheidungen wie Eu, Hardcore oder Business eher verwirrt zurücklassen. Aber mich hat sehr beeindruckt, wie genau und begründet die Jugendlichen ihre Musikgewohnheiten und Vorlieben beschreiben konnten.